Kellner. Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner. Live. So, und jetzt kommen wir zum politisch spannendsten Thema des heutigen Tages. Jan Greiner, der Fraktionsobmann der SPÖ, hat heute gemeinsam mit seiner Kollegin Crisper eine Zwischenbilanz des Ibiza-Urausschusses gezogen, die sehr spannend war, über die uns jetzt gleich berichten wird. Nämlich, was ist seine Zwischenbilanz anlässlich sozusagen des Jahresendes, aber auch anlässlich der neuen Entwicklung, dass jetzt ja der Urausschuss das Video sehr wohl bekommen soll. Da ist jetzt ja elendlang gestritten worden um des Kaisers Bad. Dann hat jetzt der Verfassungsgerichtshof, glaube ich, festgestellt, jawohl, das Video muss dem Urausschuss gegeben werden. Etwas, was eigentlich eh jedem klar war. Sieg für den Urausschuss, könnte man sagen. Nicht der erste Sieg, sondern ein wiederholter Sieg, den wir hatten. Das hat ja begonnen, wir haben fast heute genau vor einem Jahr das sogenannte Verlangen eingebracht, diesen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Da wurde dann die Einsetzung verzögert von der Regierung. Dann wurde über beeinsprucht, das haben wir ja auch vom VfGH gewonnen, dass das gesamte Untersuchungsgegenstand sehr wohl zu untersuchen ist und nicht die Mehrheit entscheidet, was darf sich die Minderheit ansehen und wo dürfen sie nicht hinschauen. Das war ja der erste Versuch. Beim Video war das ja ein monatelanges, groteskes Schauspiel. Zuerst ist es sichergestellt worden, dann hat man es niemandem gesagt, also weder der Staatsanwaltschaft noch dem Untersuchungsausschuss. Mhm. Dann hat es geheißen, ihr kriegt es, und dann haben wir es monatelang nicht bekommen und dann eben zensuriert. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das ganze Video haben und nicht ein zensuriertes. Sehen, ne? Ja. Nicht nur lesen. Ja. Und das Ganze und ohne Zensur. Und das Angenehme an diesem Urteil ist, dass wir nicht nur das Video jetzt bekommen, sondern das ist ein grundsätzliches Urteil gewesen, dass sowohl die Polizei als auch die Staatsanwaltschaft uns alles geben muss, egal ob strafrechtlich relevant ist oder nicht. Das heißt, da geht es auch um die berühmten Chats Strache Kurz, genau. Aber auch um die Chats, die rund um den Finanzminister herum und um passiert Schmied, sind, genau. Bei der ÖBAG-Bestellung etc. Und reicht vielleicht bis zum Kalender des Bundeskanzlers, den Sie ja auch einschauen wollen. Das, was an und für sich er ohnehin verpflichtet ist und was in der Vergangenheit immer alle Minister gemacht haben und auch alle Bundeskanzler, ist, alle Termine vorzulegen, die irgendwas mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun haben. Der Kurz hat nur gesagt, das sind private Aufzeichnungen, die gibt er uns nicht. Was natürlich absurd ist, weil wenn der Bundeskanzler im Bundeskanzleramt Bankenchefs trifft, um über die Bankenaufsicht zu reden, dann ist das kein privater Termin, sondern ist ein beruflicher Termin. Und der ist natürlich dem Untersuchungsausschuss vorzulegen. Und also es wird enger für ihn. Das, was er bisher gemacht hat, ist, dass er uns nichts gegeben hat. Keinen Kalendereintrag, kein E-Mail, kein einziger Akt aus seinem Büro. Ja. Und das wird enger für ihn, weil auch er wird liefern müssen am Ende des Tages. Und Sie sind insofern happy über diesen Erfolg. Wann werden Sie sich das Video jetzt anschauen? In einer Privatvorführung, in einer Dunkelkammer? Das erinnert ja an ehemalige Sexkinos, ja, ja, wo nur einer drinnen sitzen darf und alles abgedunkelt ist und vorher wird er perlustriert, damit er ja kein Handy mit reinnimmt etc. Wie soll das vonstatten gehen? Also es gibt den sogenannten Datenraum, wo man sich das ansehen kann. Das ist nicht so schmuddelig, wie man glaubt, sondern das sind einfach viele PCs in einem größeren Großraumbüro, wo jeder jederzeit, der Zugang hat, sich dort alles ansehen kann. Das, was wir auch machen können, ist natürlich in medienöffentlicher Sitzung Teile davon herzuzeigen. Ja, das wäre schön, das würden wir sehr begrüßen, habe ich schon dem Herrn Nationalratspräsidenten vorgeschlagen. Er hat gemeint, die Möglichkeit gibt es natürlich. Das ist noch nicht klar, ob das jetzt geheim, sehr geheim oder vielleicht sogar medienöffentlich ist. Also die Teile, die wir bisher haben, sind ja medienöffentlich. Zwei Sequenzen haben wir ja schon hergezeigt, einmal zur Probe. Da ist uns aufgefallen, dass wir haben ja alle das Manuskript vor uns legen und dann versteht man ja auch, was die sagen. Und in Wahrheit muss man das mit Untertiteln machen, weil da versteht man es auch. Ja. Ich hätte nichts dagegen, dass wir eine medienöffentliche Vorführung haben. Wann soll denn das sein? Wann rechnen Sie denn damit, dass in dieser unendlichen Geschichte jetzt dieses Video, dem Sie ja seit dem Sommer auf der Spur sind, endlich bekommen?
Ich würde davon ausgehen, die Justizministerin hat gesagt, es wird vor Weihnachten geliefert und dann wird es vor Weihnachten kommen. Tage. Das ging sich vor ihrer Babypause noch aus. Also dann haben wir noch ein paar Tage und Sie hoffen, dass Sie es noch vor Weihnachten bekommen und dann schon über Weihnachten einsehen können. Und das wird dann zwischen Weihnachten und Silvester ist an und für sich der Parlamentsbetrieb eingefroren, aber dann ab dem 4. und 5. Jänner, glaube ich, kann man sich dann ansehen. Würden Sie sich das anschauen? Mhm. Ich habe mal Teile angesehen. Es gibt Mitarbeiter im Team, die haben sich, also gemeinsam haben wir alles gesehen, aber jeder nur einen Ausschnitt. Oder Ausschnitte. Und jetzt gibt es ja auch einen neuen Zeugen, den Sie theoretisch auch zugreifen können, der jetzt da vom Landesgericht in Kürze grüßen lässt, den Herrn Hessenthaler, den eigentlich Macher, werden Sie den auch vorladen? Der ist an und für sich schon geladen worden im Juli. Mhm. Die Ladung konnte nur nie zugestellt werden, weil man nicht gewusst hat, wo er zu Hause ist. Das ist jetzt einfacher. Ja, der natürlich. Der Wohnsitz wird in Kürze bekannt sein, nehme ich an. Er ist geladen und jetzt kann er überhaupt erst rein rechtlich geladen werden. Mhm. Und natürlich werden wir uns ihn anhören, wenn er theoretisch natürlich denkbar ist, dass er von irgendjemandem einen Auftrag bekommen hat oder dass er finanziert worden ist. Es wäre jetzt nicht hundertprozentig plausibel, weil wieso hat er dann, nachdem das Video gedreht wurde, ist er zur ÖVP, zur SPÖ, zu den NEOS und ich weiß nicht wo überall hingegangen und hat gesagt, ich hätte ein Video, um es zu verkaufen. Wenn er einen Finanzier hatte und Auftraggeber hatte, dann würde er das ja nicht gebraucht haben. Aber wer weiß, was er sagt. Spannend. Ja. So. Und das alles ist jetzt also 1:0 für den U-Ausschuss, aber Sie meinen, das ist mehr als 1:0, weil Sie haben ja heute auch eine Zwischenbilanz präsentiert, die zumindest das 2:0 darstellt. Naja, die anderen Sachen ist, wir haben ja schon gearbeitet jetzt, es ist circa Halbzeit, also wir haben circa die Hälfte der Sitzungen hinter uns und das ist natürlich auch ein guter Zeitpunkt, um Bilanz zu ziehen. Der Schwerpunkt, den wir uns ja anschauen, eigentlich ist, war die türkis-blaue Bundesregierung käuflich. Wenn man sich das Video angesehen hat, hat man sich ja gedacht, um Gottes Willen, die machen ja alles für Geld, zumindest der eine Teil. Mhm. Und das, was wir uns jetzt angesehen haben, und wir haben in zwei Bereichen, ist es schon sehr, sehr dicht. Das eine ist im Bereich der Privatspitäler. Da gibt es so einen Topf, wo öffentliche Gelder verteilt werden an die Privatkliniken. Mhm. Und da betrifft HC Strache, ne? Betrifft auch die ÖVP, weil dort sitzt ja quasi als Bewacher dieses Topfes, als Cerberus sitzt ja dort ein ÖVP-Funktionär, der auch noch Geschäftsführer ist von einem Privatklinikbetreiber, das ist quasi für die Unica, für eine große Versicherung in Österreich. Mhm. Und der spendet jedes Jahr viel Geld an die ÖVP, nämlich 25.000 Euro jedes Jahr. Bewacht diesen Topf und schaut, dass keiner reinkommt. Das ist in Wahrheit ein bisschen ein mafiöses System. Und da gibt es den anderen Betreiber, der an die FPÖ spendet und rein will. Und das, was wir ja haben, sind die SMS, zum Beispiel von Strache an diesen Betreiber, der sagt, welches Gesetz soll ich für dich ändern? Und auf der anderen Seite haben wir aber ein E-Mail von dem Cerberus, von diesem ÖVP-Mann, der schreibt, ich habe beiliegenden Gesetzesentwurf mit Blümel und Löger abgestimmt. Und dieser Gesetzesentwurf führt dazu, dass seine Firma circa 5 Millionen Euro im Jahr mehr aus diesem öffentlichen Topf bekommt, durch diese Gesetzesänderung. Das wurde auch beschlossen, genauso wie es abgestimmt wurde innerhalb der ÖVP. Das ist zufälligerweise die Unica. Das ist also eine Tochter der Unica, die Prequiva Med. Ja, das ist eine Tochter, die im Privatspitäler. Das ja genau gelesen und spannend. Aber das ist ein eindeutig. Also es gibt Geld, nämlich Spende, es gibt dann ein Gesetz. Das, was die Gerichte klären müssen, ist, ob das strafrechtliche ist, das machen wir ja nicht, aber es ist jedenfalls... Also das ist die Spitalsebene und dann gibt es ja auch noch die Glücksspielebene. Die ist, da sind wir ja wie alle davon ausgegangen, weil das waren ja die Medienberichte davor, mit der Frage, hat es einen Deal gegeben zwischen der Novomatic und der FPÖ? Und da ist ja so im Raum gestanden, die FPÖ bekommt den Vorstand Siedlow in den Casinos und dafür bekommt die Novomatic Lizenzen oder Gesetze, die sie begünstigen. Das war ja, sage ich einmal, das, mit dem man reingegangen ist. Ja. Und das, was wir hier gesehen haben, und das macht an und für sich auch Sinn, in einer Koalition sind zwei Parteien. Und ich brauche nicht nur eine Partei, sondern ich brauche ja beide Parteien. Mhm. Und das, was wir im Glücksspielbereich gesehen haben, ist, dass von Anfang an die
ÖVP mit den Novomatic-Chefs auf Du und Du ist. Also das haben wir aufgrund der Chats zwischen dem ÖVP-Generalsekretär im Finanzministerium Schmidt mit dem Herrn Neumann, der ist damals Vorstandsvorsitzender gewesen der Novomatic, aber genauso von Blümel mit dem Herrn Neumann. Die sind auf Du und Du, die tauschen sich ab, die stimmen sich ab und gemeinsam, das nennt sich dann in den Chats österreichische Lösung, machen sie sich aus, dass die Novomatic quasi der ÖVP hilft, dass bei der Hauptversammlung der Casinos die ÖVP-Funktionäre nach wie vor halt im Aufsichtsrat Vorsitzender sind, Aufsichtsratsstellvertreter, da geht es um Rottenstein und Pröll. Könnte man natürlich zur Verteidigung der Betreffenden ja auch sagen, die sitzen ja in einer gemeinsamen Firma und die vertreten dort ja tatsächlich österreichische gegen tschechische Interessen. Also ganz so einfach ist das ja natürlich wieder nicht, wie jetzt dargestellt, sondern die haben ja tatsächlich in dieser Casino AG mit, ich weiß nicht, wie viel Mehrheit oder Minderheit sie haben, gegen die Tschechen agiert. Und jetzt ist das ja an und für sich nicht verboten, dass man, wenn man in einer Firma gemeinsam sitzt, sich austauscht, oder? Das ist gar nicht verboten. Ja. Sie haben sich jedenfalls verabredet, hier gegen die Tschechen zu stimmen. Ja. Und das, was auch ja das dann ist nicht verboten. Es ist, ja nur, es ist auch eine Spende nicht verboten an eine Partei. Naja, aber in das der ist natürlich damals was nicht verboten. Ja, aber es ist natürlich schon was anderes, wo man im Rahmen Seite einer Firma paktiert gegen einen vielleicht unliebsamen Dritten. Das, was nur parallel passiert im Finanzministerium, nämlich unmittelbar nach dieser Hauptversammlung, wo die Novomatic hält, die wählt auch wirklich brav die ÖVP-Vertreter in den Aufsichtsrat, ist, dass im ÖVP-Finanzministerium eine Glücksspielnovelle vorbereitet wird, die sich wie die Wunschliste der Novomatic führt, wo es darum geht, dass das kleine Glücksspiel wieder eingeführt werden kann in all den Ländern, in Wien, aber auch in den anderen Bundesländern, wo es heute verboten ist, wo es weitere Online-Lizenzen geben soll, ein langjähriger Wunsch der Novomatic und wo auch darüber spekuliert wird, dass man noch 3 Casino-Lizenzen ausschreiben könnte, wo auch die Novomatic ganz hohes Interesse hat. Und das sehen wir ja auch aufgrund der internen Aufzeichnungen der Novomatic, dass sie genau das wollte. Sie wollte kam aber nie, glaube ich, oder? In dieser Form. Ja, aus einem einfachen Grund. Da kam Ibiza dazwischen. Mhm. Ibiza hat zum Platzen der Regierung geführt und damit, dass zum Beispiel die Glücksspielnovelle nicht gekommen ist, aber auch die Reform der Bankenaufsicht nicht gekommen ist. Das ist ein Bereich, den wir uns erst ansehen, jetzt in der zweiten Hälfte, wo die Banken hier eine Wunschliste abgeben. Also Ihre Meinung ist, die ÖVP und die FPÖ haben dabei eine Reihe von Dingen mitgeschnitten. Allerdings, Sie wissen noch nicht, was Sie dafür bekommen haben, außer Posten. Das, was wir, da geht es einerseits um Gesetze. Es geht darum, dass es hier Firmen gibt, die wollen Gesetze verändert haben und sie spenden an diese beiden Parteien. Und wie durch ein Wunder kommt genau das Gesetz, was diese Spender gern haben möchten. Und das ist beim Privatklinikbereich zum Beispiel eindeutig. Beim Glücksspiel ist es auch so, dass es hier Leistungen gibt in irgendeiner Form. Die FPÖ kommt ja dann erst später ins Spiel. Wie gesagt, diese ÖVP-Novomatic, jetzt kann natürlich sein, dass das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Es kann ja auch sein, dass die Spenden an die FPÖ und an die ÖVP nichts damit zu tun haben, dass das Gesetz bei den Privatkliniken geändert wird. In der Theorie, ob das ein Zusammenhang besteht, beweisen dann am Ende Staatsanwälte und Gerichte. Aber im Glücksspielbereich sehen wir das genau dasselbe. Also Sie glauben jedenfalls, dass Sie eine Vielzahl von Verstrickungen der ÖVP in, sagen wir, Geschäfte machende Bereiche der Politik gefunden haben? Ich würde das einmal so sagen, dass es hier eine Verfilzung gibt zwischen Glücksspielindustrie und Teilen der Politik. Mhm. Da war ja vor wenigen Tagen der Sobotka, der ja auch Vorsitzender bei uns, ich meine, der hat ja diese personifizierte Verstrickung zwischen Novomatic und Politik. Ja. Jetzt sagen Sie ja auch, dass Ihnen da eine Reihe von Knüppel in die Füße geworfen wurden von der ersten Minute ab. Und unter anderem der wahrscheinlich größte Knüppel zwischen Ihren Füßen ist ja der Herr Nationalratspräsident, der Sie ja immer wieder als Vorsitzender zu bremsen versucht. Ja, ob berechtigt oder nicht berechtigt, steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Aber da gibt es ja eine Auseinandersetzung nach der anderen, was jetzt darin mündet, dass Sie ja mittlerweile mit fast täglicher Insistenz
versuchen, ihn als Vorsitzenden dieses Urschusses loszuwerden, der ja hier in einem sehr wortreichen Interview, Sie haben es gerade angesprochen, gesagt hat, aus sich schießen lässt er sich von niemand. Vereinfacht dargestellt. Ja, aber wir sind ja genau nicht diesen Weg gegangen. Wir haben ihm, bevor das Ganze begonnen hat, haben wir in einem, waren 8 oder 10 Augen am Tisch, das war rein parlamentsintern, habe ich auch ihm persönlich gesagt, wir sehen eben diese Verbindung über das Alois Mock-Institut mit Novomatic. Damals ging es um Inserate und ein paar Fotos, wo er im Novomatic-Forum ist. Mehr war ja nicht da. Und wir haben gesagt, die Optik ist nicht gut. Und er soll sich gut überlegen, ob er nicht den Vorsitz, wie er das beim BVT ja, gemacht er nicht, hat, nicht hat er ja schon gesagt, will er nicht. Wir haben ihm das wird nahegelegt, er hat gesagt, er hat überhaupt nichts getan. Aber ich meine, wie war denn das beim BVT-Untersuchungsausschuss? Da ging es ja auch nicht um ihn. Da ging es ja um die Frage, ob der Überfall oder diese Hausdurchsuchung, die der Kickl hier initiiert hat, ob das in Ordnung war oder nicht. Und da war er ja auch schon lange nicht mehr Innenminister. Trotzdem hat er gesagt, ich bin da zu nah dran und ich werde eine Auskunftsperson sein und deswegen nehme ich den Vorsitz nicht an. Was er ja kann. Er kann ja einfach den Vorsitz übergeben. Ich bin der Meinung, nur weil der Arme gespendet wurde, weil er ein Orchester dirigiert, rechtfertigt das doch nicht, dass er den Ausschuss nicht führen darf. Das stimmt, wenn das Einzige wäre. Der Ausschuss hat nur zutage gefördert. Es gab ja nicht nur Inserate, sondern es gab Geldleistungen, also wo wirklich Geld überwiesen wurde, und es gab sogenannte Sachleistungen. Also die Novomatic zahlt ein Buffet, stellt einen Raum zur Verfügung und Geldleistungen. Und das nur ins Alois Mock-Institut. Dann hat sich herausgestellt, also dort, wo er Präsident ist, dann hat sich herausgestellt, dort, wo er dirigiert, die bekommen auch ein Geld. Und dann hat sich noch herausgestellt, dass die Novomatic auch noch Referenten zahlt für Parteisitzungen, wo er Vorsitz führt. Das heißt, in Wahrheit, das Bild, das wir haben, ist ziemlich egal, wo der Sobotka irgendwie auftritt, ob er gerade präsidiert, dirigiert oder Vorsitz führt, steht einer von der Novomatic mit der Kreditkarte und zahlt die Spesen. Das ist undenkbar. Und dass er nicht selber spürt, das ist ja das, was mich so irritiert. Er muss doch selber merken, ich bin hier so stark verwoben mit dieser Firma und die ist natürlich Untersuchungsgegenstand. Er war 2-mal im Untersuchungszeitraum beim Herrn Graf. Ich habe versucht, in dem Interview herauszuarbeiten, wie Sie gesehen haben. Aber er ist unerschütterlich wie ein Felsbrocken, muss man sagen. Ja. Er behauptet, Sie wollten ihn schon seit dem ersten Tag weghaben, als er noch einen zu kleinen Raum wollte oder weiß ich was und so weiter und so weiter. Wir sind ja jetzt also übersiedelt. An und für sich ist es ja relativ naheliegend, dass jemand, der von einer untersuchten Firma dort Spenden oder auch Dirigierspenden erhält, dass der diese Firma dann nicht untersucht, sieht aber nicht ein. Also geben Sie das mittlerweile auf oder haben Sie nach wie vor die Hoffnung, ihn da als Vorsitzenden loszuwerden? Da geht es einfach nur darum, dass er sagt immer die Geschäftsordnung, man kann nichts dagegen machen. Das stimmt. Nur er kann etwas dagegen machen, er kann was dagegen machen. Auch wenn 182 andere Abgeordnete quasi ihn schriftlich auffordern, zurückzulegen, muss er es nicht tun. Das hat was damit zu tun, dass die Geschäftsordnung des Nationalrats nicht auf den Sobotka vorbereitet war. In der Vergangenheit hat einfach jeder gewusst, was geht und was nicht geht. Das ist nicht mein erster Untersuchungsausschuss, sondern ich glaube mein 6. Und das, was immer wieder der Fall war, ist, dass einzelne Abgeordnete von einzelnen Fraktionen nicht Mitglied geworden sind, geschweige denn den Vorsitz übernommen haben, weil sie gewusst haben, dass sie womöglich als Auskunftsperson geladen werden oder in irgendeiner Form zu nahem Untersuchungsgegenstand sind. Dieser Klauser, ne? Ja. Norbert Hofer. Oder auch der Herr Sobotka beim BVT-Untersuchungsausschuss. Gut. Aber jetzt will er nicht gehen. Und das stört Sie nach wie vor, das empört Sie. Na, das Problem ist ja auch seine Vorsitzführung. Erstens habe ich überhaupt noch nie erlebt, dass ein Nationalratspräsident quer durch alle Medien geht und die ganze Zeit erklärt, wie schlecht Institutionen des Parlaments arbeiten. Ja, er war sehr empört über den U-Ausschuss. Ja, und dass er die ganze Zeit Abgeordneten ausrichtet, dass sie ihre Arbeit nicht gescheit machen. Das macht ein Parlamentspräsident, der sich spürt, nicht. Ich verstehe das nicht. Ich habe das noch nie erlebt. Ich habe schon viele Nationalratspräsidenten erlebt, aber so etwas, dass ein Nationalratspräsident permanent
Parlament in alle Medien geht und erklärt, dass seine Institution also nicht gut funktioniert. Sie halten ihn mittlerweile auch als Parlamentspräsident für untragbar, nicht nur als Urausschussvorsitzender. Mir wird es einmal reichen, wenn er einen Untersuchungsausschuss arbeiten lässt. Er behauptet ja immer, dass er ja dort nur nicht eingreift, was ja nicht stimmt. Alle Beobachter, alle Journalistinnen und Journalisten vor Ort sehen ja, wie er permanent eingreift. Ist ja bekannt, dass er in jeder Sitzung sich mit ihnen zumindest 4 bis 5 länger dauernde Auseinandersetzungen liefert, nicht? Die ja, ich ja teilweise bis zu halbstündigen Unterbrechungen. Ja, aber ich versuche denen immer aus dem Weg zu gehen. Ja. Mich interessieren die auch gar nicht. Mich interessiert ja auch nicht die Auseinandersetzung mit einem Herrn Sobotka. Gut. Ich will einfach ganz einfach gezielte Fragen stellen. Aber noch einmal, muss der Sobotka jetzt als U-Ausschussvorsitzender zurücktreten und ist er für Sie langsam auch als Nationalratspräsident nicht tragbar? Ich würde das so formulieren, den Vorsitz im Untersuchungsausschuss hätte er nie annehmen dürfen. Haut aber. Ja, und ja. Er sollte ihn so schnell wie möglich auch jetzt zurücklegen. Wir haben ihm mehrere Möglichkeiten gegeben, das auch gesichtswahrend zu tun. Er weigert sich. Ich gehe davon aus, dass er bis zum Schluss da ist und dass er natürlich an seiner eigenen Reputation, dass er die eigene Reputation beschädigt durch sein Verhalten, nämlich sowohl gegenüber den Abgeordneten als auch gegenüber der Öffentlichkeit, mit dem muss er leben. Werden Sie ihn noch einmal als Auskunftsperson laden? Er ist schon ein zweites Mal geladen, aber noch nicht terminisiert. Mhm. Ja. Also er wird noch einmal kommen müssen? Ja natürlich. Mhm. Wer wird noch kommen als Auskunftsperson? Wer ist jede offen? Menge. Es sind, glaube ich, noch... ich glaube 36 oder sowas, ja. Auskunftspersonen werden wir jedenfalls noch bis Mitte April hören. Bis Mitte April. Und dann sollte das Ganze Ende April enden, wird wahrscheinlich noch, ein paar Wochen länger dauern, nehme ich an. Ja, es ist immer dann die sogenannte Beweisaufnahme und dann sind es noch ein paar Wochen für den Bericht. Mhm. Wenn wir nicht fertig werden, dann können wir noch Befragungen durchführen bis Mitte Juli. Mhm. Und dann ist der Bericht im September im Plenum. Also, lieber Herr Greiner, wir haben jetzt einmal sehr rasch ein Highlight, nämlich Sie werden sich das Ibiza-Video anschauen und Sie würden sich wünschen, dass es medienöffentlich ist, wenn ich das natürlich, richtig verstanden habe. Ja, weil ich das weiß... Das wäre Ihr Wunsch? Ja. Das heißt, Sie hätten gerne, dass ganz Österreich dieses Video sehen kann. Medienöffentlich ist nicht Public Viewing. Das bedeutet, dass Journalistinnen und Journalisten sich es anschauen dürfen. Naja, was ist der Unterschied? Also das ist ja schon eine sehr semantische... Unterscheidung, weil ob jetzt einer drüber schreibt oder ob man sieht. Ja, das aber ist ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass es jeder anschauen kann, weil ich es nehme können an, sich dass nur. Die Passagen, die persönlich ehrenrührig sind, wie die zum Beispiel den Herrn Kern oder den Herrn Kurz betreffen, ja ohnehin rausgeschnitten werden, nicht? Die wird es ja wohl eh nicht geben. Oder sind die jetzt auch dabei in der Version, die Sie sehen? Das weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass alle Passagen kommen und dass Passagen, wo die ehrenrührig sind, sage ich einmal, also nicht medienöffentlich eingestuft sind, sondern diese Passagen dann vertraulich oder geheim. Das ist ja logisch, wäre. Ja, weil alle ehrenrührigen Sachen niemals, also es gibt auch so Sachen wie die Blutgruppe, die wir beide haben, und wenn die wo steht, darf ja auch nicht gesagt werden. Was ist der Unterschied zwischen medienöffentlich und Public Viewing? Außer dass zum Zeitpunkt einer gewissen Medienöffentlichkeit das Fernsehen noch nicht erfunden war? Relativ einfach. Medienöffentlich bedeutet, dass Journalisten dabei sein dürfen. Ja, sie dürfen aber keine, dürfen. Ja, sie dürfen keine Bild- und Tonaufnahmen machen, sondern nur mitschreiben. Ja. Public Viewing wäre, wir machen am Heldenplatz eine große Übertragung und jeder, der sich anschauen will, kann sich anschauen. Geht aus Corona-Gründen nicht. Also das geht ja derzeit nicht so nicht aus. Nicht nur aus Corona-Gründen, sondern das geht prinzipiell nicht, weil das einfach nicht erlaubt ist. Na, das ist klar. Aber warum? Was ist der Unterschied zwischen einem Journalist schreibt mit oder man zeigt es den Betroffenen? Ich meine, in beiden Fällen ist der Wortlaut dasselbe. Ich bin prinzipiell der Meinung, dass man untersuchen, zumindest interessante Teile auch live übertragen sollte. Wenn der Herr Blümel zum Beispiel befragt wird und das wird live übertragen im Fernsehen, dann glaube ich nicht, dass er sich 86 Mal nicht erinnern kann, weil dann ist er am Schluss Finanzminister gewesen. Wer das gesehen hat, denkt sich, also der muss ja Angst haben davor, dass so ein Minister Verantwortung trägt, der sich an gar nichts mehr erinnern also kann. Also Sie würden in Zukunft die U-Ausschüsse gerne auch im Bild haben? Jedenfalls bei
bei gewissen Auskunftspersonen, wenn man hier einen kleinen Beamten befragt oder einen kleinen Polizisten oder so, was, nicht. Wo es ins Persönliche aber, geht, dann nicht, logischerweise. Ja, aber jetzt sage ich mal Minister oder Top-Leute. Ist, Kanzler, Minister etc. würden Sie als auch fernsehöffentlich gerne haben in Zukunft. Machen auch die meisten Länder. Das hat man ja gehabt in Deutschland. Deutschland ist in den USA ist das der Fall, dass einfach bei Top-Personen, die also für die Sie Öffentlichkeit das relevant für die sind. Zukunft vorschlagen? Ja, haben wir bereits getan. Und Sie schlagen Medienöffentlichkeit, aber nur in geprinteter, also in Printform, für das Video vor. Im Moment gibt es gar keine andere Möglichkeit für diesen Untersuchungsausschuss, gar nicht. Aber ja. wenn wir für solche Sachen eine allgemeine Übertragung hätte, dann könnte man das Video auch übertragen. Nur also die Teile, die ich gesehen habe. Wollen Sie teilweise nicht, weil Sie es nicht als Gaudi betrachten. Nein, es hat ja auch wenig mit Gaudi zu tun. Ja. Ich kann alle beruhigen. 6 Minuten Strache und Goldenius in Action. Es wird nicht besser, wenn das Ganze 6 Stunden dauert. Okay, danke Herr Greiner. Wir werden mit Ihnen ein spannendes Jahr 2021 erleben. Ja, und ich hoffe, dass diese Corona Sache einfach vorbei ist, dass wir uns halt alle... Dass die Corona-Sache vorbei ist, dass aber auch manche Gepflogenheiten der Politik vorbei sind, die sie ja aufdecken und damit beenden wollen. Das nicht? Ist ganz, ganz wesentlich, das stimmt, aber ich hoffe doch, weil das Weihnachten 2020, der Jahreswechsel 2020 wird ganz anders sein als alle, die wir erlebt haben in unserem Leben und ich hoffe sehr, dass wir zumindest 2021 ein richtiges Weihnachten und einen richtigen Silvester feiern können. Gut, danke vielmals. Lieber Herr Greiner, fürs Kommen und toi 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 für die letzten 4 Monate U-Ausschuss. Danke ebenfalls. Kurze Werbepause, dann sind wir gleich wieder zurück.